Herzlich willkommen zu einer klitzekleinen Runde. Ich stelle mal ganz kurz das mal ein bisschen zu mir. So, herzlich willkommen zu Map Dead Space. Zu dem Lieblingsspiel von mir. Und schaut es euch einfach an. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Test Mission ER529. Status US Update. Okay, wir wurden auf eine Mission geschickt und wir sind der Isaac Clark. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit dir und jemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum so krass, wie vor sich geht. Gehst schon seltsam. Du ein kleines Ding. Das war das Letzte, was wir wahrscheinlich von ihr gehört haben. Hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Das ist cool. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold. Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist hier oben. Ishimura. Da. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Nein, mein Spiel ist weg. Das habt ihr nicht gesehen. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Strom sparen. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. Warum nicht? USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Ishimura ist in dem Fall das Schiff. Wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Nee. Ich meine, wer hat denn Empfang im Internet? Im Internet, was Weltall. Ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie es da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Nee, ich glaube, das ist nicht so der Fehler. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße. Sir, die Undock-Probe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hölle. Fahren Sie die Schilde hoch. Push. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Im Magnetfeld sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein. Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark. Krass, Mann. Das ist doof gelaufen, ne? Würde ich sagen. Sind alle okay? Was? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Jetzt kommt der coole Helm. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Na dann, Jungs. Auf geht's. Ladies first. Mann, seid ihr nicht gentleman-like. Mega unfreundlich von euch. Na ja, gut. Müsst ihr wissen. So, das sind auf jeden Fall wir, Isaac Clark. Der Techniker des ganzen Unternehmens hier. Zack. Na ja, gut.
Aber irgendwie gefällt mir das ja noch mit der ganzen Mauszeigerei hier nicht so wirklich. Ich glaube, ich müsste mal meine Mausempfindlichkeit ganz kurz hochstellen. Ist aber auch nicht immer alles perfekt ist, ne? Das ist schon doof. Ah, noch ein Stück. Das ist schon doof. Also ist ja, doch so kann man leben. Sie haben nicht die Verbindung zum Podbooster verloren, Sie haben den Podbooster verloren. Ja, ja. Guck mal, das ist so ein Loch. Da kann man so reinfliegen, so. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Digga, krieg ich auch sowas? Ja, ja. Öffnen. Das kann man ja irgendwie nicht zertreten oder so, ne? Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Oh geil, können wir direkt speichern? Können wir? Ne, können wir nicht. Gut. Dann nicht. Nee. Ich bin ein bisschen müde. Ich weiß nicht warum. Aktivieren wir das Ding hier mal, oder? Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Ich auch nicht so. Nein. Ach, ich werde gerade mit meiner Maus auf zwei Bildschirmen. Das ist ein bisschen sehr verwirrend. Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Mit der Macht des Saftes geht alles. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Luft lauern? Ich mach das hier. Ja, ja. So. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Na, mal hin. Was zum Teufel war das denn? Digga. Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Fitness-System wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Ganz ruhig. Haben Sie das gehört? Ganz ruhig. Zum Teufel. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Haus. Dreh dich mal um. Hallo. Machen Sie das Ding alle. Nee? Okay. Kenta, Energie. Kenta. Glaubt, er will nicht mehr so ganz leben. Ja gut, machen wir das. Was gibt... Show! Naja, ich dachte, die killen mich jetzt hier so. Ich muss auf jeden Fall... Yo. Geh weg. Okay. Cool. Cooler Typ. Ich muss auf jeden Fall eine Lösung finden wegen dem Mauszeiger. Wahrscheinlich spiele ich einfach nächstes Mal mit Gamepad im nächsten Part. Aber ja, gut. Weil ich kann mich nicht nach rechts drehen, das ist ein bisschen sehr hässlich. Also nicht sauber nach rechts drehen. Ach, jo, das ist, genau das meine ich. Na gut. Okay. Ja, mal gucken, ob das hinter der Tür ist. Ich hab Angst ein bisschen. So ein bisschen Respekt habe ich dafür. Jo, wahrscheinlich, Alter. Also ich könnte ohne Beine nicht mehr so ganz leben.
Hey, was bist du denn? Du bist ja süß. Ja, ja, danke, danke. Danke, jetzt meine neue Kleidung im Arsch. Vielen Dank. Ist ein bisschen nervig hier gerade, der Maus. Na gut, was soll's. Das regeln wir noch alles im nächsten Part. Nee, da muss ich nicht lang. Meh, meh. Hab ich doch schon. Ich hab doch eh gedrückt, Alter. Was ist denn hier falsch? Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Ah, Alien. Alien, Alien. Da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Die mögen euch nicht. Wegen der Quarantäne verriegelt. Ja, ja. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Ich verstehe diese Menschen nicht, ja. Schmutz, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird auf dem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Ja, ja. Mist. Alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Ja, witzig. Fick dich. Wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Am Arsch, Alter. Nee, ich mach das jetzt nicht. Ich hab da keinen Bock drauf. Ja, ja gut. Machen wir... Hier zeigt euch nochmal ganz kurz die Map, die Karte. Wir befinden uns gerade dort. Und ne, dort und müssen dahin. Aber diesen Weg werden wir in der nächsten Folge bestreiten. Weil es einfach schon mega spät ist und ich einfach gerne schlafen möchte, ausnahmsweise. Und wir überschreiben das Ganze mal. Ja, und bis zur nächsten Folge werde ich das alles geregelt haben mit dem Mauspad. Bis dahin, ciao. Halloween, Halloween, Halloween.